Am 22. Dezember schreibt Familie XY Geschichte mit ihrem Tannenbaum. Hallo, zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute einiges zu tun und ich dachte, ich nehme die Kamera mal wieder mit. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe schon etwas länger nicht mehr gevloggt. Bestimmt schon 3 oder 4 Tage nicht mehr, für meine Verhältnisse gerade im Dezember echt viel. Auf jeden Fall habe ich mein Video fertig geschnitten und schon hochgeladen. Das muss ich nur noch online stellen. Aber es ist jetzt erstmal 10:45. Ich bin schon seit 4 Uhr wach, weil ich gestern extra früh schlafen gegangen bin, damit ich halt früh aufstehen kann. Ich möchte meinen Kleiderschrank heute aussortieren. Ich möchte jetzt erstmal Müsli machen, deswegen sind hier auch meine Softboxen schon aufgebaut. Mal sehen, was ich danach mache, ob ich dann erstmal was zu essen mache oder ob ich dann ein Video drehe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich für den 24., den 25. und den 26. ja YouTube-Videos brauche, weil es Feiertage sind und ich da nicht zu Hause bin, sondern bei der Familie. Und deswegen wäre es schon cool, wenn ich dann YouTube-Videos vorgedreht hätte. Deswegen muss ich das heute unbedingt machen. Okay, kurze Frage an alle, die Musical.ly benutzen. Habt ihr auch so Probleme, gute Musical.ly-Lieder zu finden? Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Sounds, aber irgendwie finde ich keine. Ich gucke jetzt mal unter dem Hashtag Deutschland, ob es da irgendwas Cooles gibt. Weil ich habe so das Gefühl, man hat alles schon 300 Mal gemacht. Jeden einzelnen Song. Ich habe gerade zu diesem hier ein Musical.ly gemacht. Moment. I am his and he is mine. Das ist ja mal so ein ganz anderes Lied, ihr wisst schon, was ich meine, also so mal ganz anders, was es ansonsten immer so ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube schon. Auf jeden Fall finde ich das Lied sehr cool. Ich glaube, das könnte zu meinem neuen Lieblingslied wieden. Ich kann heute nicht reden, ne, merkt man. Ah, mein Handy fällt mir alles runter. Okay, ich werde jetzt nochmal ein paar Musical.ly's machen. Dann mache ich was zu essen. Und dann drehe ich mein erstes Video für heute. Ich weiß noch nicht, was für Videos ich drehe. Ich muss auf jeden Fall das für den 24. drehen. Nee, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So Leute, ich habe gerade was zu essen gemacht und gegessen. Jetzt sitze ich gerade hier wieder an meinem Laptop. Warum gucke ich hier Gelsens? Ich gucke das doch gar nicht gern. Auf jeden Fall sitze ich gerade an meinem Laptop und schneide ein Video. Da fehlt aber noch was für das Video, was ich noch drehen muss. Mal gucken, ob ich das gleich mache, weiß ich noch nicht. Also ich habe auf jeden Fall geplant, Videos zu drehen. Ich habe hier noch Soße. Ich habe Nudeln gegessen. Ja. Auf jeden Fall möchte ich einen neuen Teil Sisis Reaktion drehen, weil ihr das ja ziemlich gerne schaut. Und übrigens wollte ich mal was anmerken. Ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass der Großteil meiner Videos nicht in der Abo-Box ist. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung warum und es nervt mich extrem, dass ihr manche Videos einfach nicht von mir seht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr unten die Glocke aktiviert. Neben dem Abonnieren-Button ist so eine Glocke. Neben dem Abonnieren-Button ist so eine Glocke, da könnt ihr draufklicken, dann auf Bestätigen und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Das würde mich freuen. Yes. Okay, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen weiterschneiden und dann drehe ich ein paar Videos. Mittlerweile ist es 2:30 und ich habe das Video so gut wie fertig geschnitten. Wie gesagt, es fehlen halt noch ein paar Details und Dateien, die ich da noch einfügen muss, beziehungsweise erstmal drehen muss. Mir ist aber gerade eingefallen, dass ich vorgestern schon eine E-Mail bekommen habe, die wichtig war. Das war nämlich so eine Art Interview, wo ich einfach so ein paar Fragen beantworten sollte und ich habe mir gestern extra den Wecker gestellt, dass ich das mache. Ich habe es vergessen. Ich habe den Wecker einfach ausgedrückt und habe nicht gelesen, was da stand. Ich habe das voll verplant. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Ich soll mich zum Beispiel in einem Satz vorstellen. In einem Satz, wisst ihr, wie schwer das ist? Scheiße, wie stelle ich mich denn jetzt in einem Satz vor? Och Mann, das ist voll schwer. Mein Lieblingszitat. You can do it with every heartbeat. Wie sieht ein typischer Tag in deiner Woche aus?
richtig mal. Morgens auf. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Wenn du es nicht versuchst, kannst du es nicht schaffen. Das kommt für mich als nächstes. Hä? Check ich nicht. Bin ich so dumm? Was meinen die? So. Fertig. So, ich habe das Interview jetzt abgeschickt. Meine anderen E-Mails, die sind jetzt alle nicht so, also die drängen jetzt nicht so. Die kann ich heute Abend beantworten, nur das war halt jetzt sehr wichtig. Okay. Mal gucken, was für ein Video ich jetzt drehen werde. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, bis ich mein Video online stelle. Es ist ja gerade erst mal 2:30. Dann warte ich noch so bis 3, würde ich sagen. Ich weiß halt nie, wann ich meine Videos online stellen soll irgendwie. Übrigens wollte ich mich mal bei euch bedanken für das positive Feedback unter meinem letzten Video, unter dem Dear Friend Video, wo es ums Thema Freundschaft ging. So viele Leute haben mir geschrieben, dass es so ein schönes Video ist und dass ich ihnen die Augen geöffnet habe. Es freut mich wirklich extrem, weil ich nicht mit so einem krassen Feedback gerechnet habe und ich verdiene mit diesem Video auch keinen einzigen Cent. Und soll ich euch mal sagen, warum? Weil ich Musik verwendet habe, die nicht GEMA-frei ist. Das heißt, alle Einnahmen dieses Videos gehen an den Künstler, der den Song geschrieben hat, der da drin läuft. Aber mir war es wichtig, dieses Lied zu benutzen, generell so emotionale Songs zu benutzen. Und dann war es mir auch egal oder mir ist es dann auch egal, wenn ich damit kein Geld verdiene. Richtig viele haben auch geschrieben, dass sie geweint haben, weil das so ein schönes Video ist. Und das freut mich so sehr. Ich mache diese Art von Videos so, so gerne. Auch meine Freunde haben mir alle geschrieben, dass viele meiner Freunde haben sogar geweint bei dem Video und das freut mich so zu hören, wirklich. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich glaube, ich mache ein Snapchat Q&A heute. Ja, mein erstes Video für heute ist gedreht. Ich habe ein Snapchat Q&A jetzt gerade gedreht. Ich habe auch noch ein paar Bilder gemacht, aber dann ist leider mein Handy ausgegangen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da was dabei ist, was ich auf Instagram posten kann. Es ist jetzt 3 Uhr, deswegen werde ich jetzt das Video online stellen. Dann lade ich hier die Dateien auf meinen Laptop, oder das mache ich jetzt zuerst. Ich hoffe, dass das Snapchat Q&A auch irgendwie spannend ist. Edeka. Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ich bin heute sehr produktiv und oh mein Gott, draußen ist es voll grau, sieht voll nach Regen aus. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Instagram-Bild hochgeladen und mein Video ja auch gerade online gestellt. Und ich dachte mir, ich lese einfach mal ein paar Kommentare hier in diesem Vlog vor. Ganas Live schreibt, hab dich lieb. Das kommentiere ich jetzt mal. Antworten. Ich hab dich auch lieb. Sisi, ich mag dich echt so sehr, aber deine Schwester hat ein bisschen mit dem Make-up übertrieben, aber sonst ein sehr cooles Video. Das habe ich meiner Schwester auch gesagt. Ihr seid voll sympathisch, das kriegt ein Herzchen von mir. Wirkst so sympathisch und du bist so wunderschön, feier einfach jedes Video, Lieblings-YouTuberin. Vielen Dank. Ach, die Kommentare bedeuten mir immer so viel. Und Leute, ohne Scheiß, ich lese wirklich jedes einzelne Kommentar durch. Schon bei der ersten Minute musste ich mich kaputt lachen. Haha, mega unterhaltsam und mega goals, ihr beiden. Ich habe auch eine kleine Sissy, ist auch 12. Deine Schwester singt wie meine, auch immer diese Fehler beim Singen im Text. Hallo, mittlerweile bin ich abgeschminkt. Oh, mein Gesicht juckt. Ich habe mir gerade erstmal was zu essen gemacht, beziehungsweise hat mir so Teile hier in den Ofen gemacht. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen und esse jetzt was und dann gehe ich auch schon schlafen. Wir haben jetzt mal 20.35 Uhr, ich bin alte Oma, Leute. Aber morgen ein langer und stressiger Tag. Ich muss auch morgen noch das Video für morgen schneiden. Und ich würde sagen, morgen nehme ich euch auch wieder mit beim Weihnachtsgeschenke shoppen. So, für euch sehen wir uns jetzt in 2 Sekunden, für mich in ein paar Stunden. See ya. Guten Morgen. Oh Mann, ist das hier ein Chaos. Vor allem ist es voll kalt. Wir haben jetzt, ich glaube, 8 Uhr oder 8:30 Uhr. Ich bin seit 4 Uhr wach, bin auch schon geschminkt, wie ihr sehen könnt. Nur meine Wimpern sind halt irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe halt so einzelne Wimpern geklebt. Das mache ich ja sonst nie. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber irgendwie gefällt mir das nicht ganz so. Egal, ich lasse es jetzt drauf. Ich mache jetzt noch was anderes auf die Lippen und mache mir noch schnell die Haare. Ich habe auch schon mein Video geschnitten heute Morgen.
Und dann fahren wir jetzt auch gleich los. Wir wollen schon bei McDonald's was frühstücken gehen. Und ansonsten müssen wir halt einkaufen. Wir wollen heute schon mal einen Teil holen. Weil ich glaube, morgen wird Eskalation sein überall. Und natürlich brauche ich noch Weihnachtsgeschenke, ne? Und einen Weihnachtsbaum kaufen wir heute auch. Das ist der Plan für heute. Ich glaube, ich nehme heute mal diesen hier. Bevor es diese Nyx Lingeries gab, haben alle Leute diese gehypt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Soft Matte Lip Creams und die riechen so gut. Ich muss mal gucken. Ja, von Nyx, diese Lingeries, nämlich die riechen so nach Chemie, irgendwie voll eklig. Aber die hier, die riechen richtig nach Vanille, die riechen richtig gut. Deswegen, ich mag die voll. Die halten zwar nicht so lang, die halten eher so wie ein Lippenstift. Aber die riechen so verdammt gut. Ich weiß auch gar nicht, ob Nyx die noch im Sortiment hat oder ob die schon draußen sind. I don't know. Wenigstens ein bisschen Farbe im Gesicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie excited ich bin. Bei mir ist es so, ich verschenke lieber, anstatt halt selbst Geschenke zu bekommen. Klar, ich freue mich immer über meine Geschenke, die ich kriege. Aber ich finde es cooler zu verschenken. Wie ist es bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Und irgendwie ist das Licht voll gelb. Ich muss heute auch unbedingt mein Zimmer aufräumen, heute oder morgen. Das ist ganz wichtig. So Leute, wir waren gerade bei McDonald's. Aber mal wieder. Aber irgendwie war es nicht so berauschend. Vielleicht kennt. Letztes Mal haben mir viele in die Kommentare geschrieben, dass sie auch öfter mal in den McDonald's in Biedenkopf sind. Da waren wir jetzt auch wieder. Aber so berauschend war das dann nicht. Irgendwie ist das in Marburg besser. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr mal in einem dieser McDonald's wart, wie ihr die fandet. Wir haben jetzt 10 Uhr. Wir gehen jetzt einkaufen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem Weihnachtsbaum. Wir sind mal wieder spät dran. Heute haben wir den 22. Dezember. Übermorgen ist Weihnachten. Sehen wir so kriminell aus. Ja. So, gehen wir jetzt erst auf die Bank. Ja. So Leute, wir haben jetzt schon unseren Weihnachtsbaum gekauft gerade. Wir müssen den gleich noch abholen, weil wir jetzt noch einen Einkauf... 40 Euro! So, den Einkauf im Auto, dann passt der jetzt nicht rein. Jetzt gehen wir kurz auf die Bank und dann fahren wir nochmal mit meiner Schwester. Die braucht nämlich auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Und ich habe meine ersten 2 Weihnachtsgeschenke. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin offiziell eine der glücklichsten Personen. Ich habe Kinderjoy im Winter. Besser geht's ja wohl nicht. Ich wollte eine ganze Palette kaufen. Meine Mutter hat es nicht erlaubt. Ich habe 4 Stück gekauft. Jetzt gehen wir weiter Weihnachtsgeschenke kaufen. Beziehungsweise erstmal den Baum holen. Und ich stelle jetzt schnell mein Video online für euch. Die Mission kann beginnen. Wir werden jetzt unseren Tannenbaum einladen. Was? Nee, aber du wirst es gleich sagen. Sag nie wieder Cheyenne. So muss man reinkriegen, oder? Ja, komm, das hält auch. Ist hier noch ein Stück. Das ist ganz vorne runterklappen. Mach die Box runter, da, diese Boxablage da. Das geht. Nee, geht nicht. Du musst ganz, oder so. Ja. So vielleicht, ne? Ja? Kommt ja nicht ganz so hoch. So viel noch? Oh, Meter! Ja, das geht noch. Passt du mit der Scheibe? Ich weiß nicht. Müssen wir mal vorsichtig die Scheibe runter machen. Geile, geile, was ein Luxus. Hier bekommt man den Baum direkt reingetragen ins Auto. Also wenn das kein Luxus ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Den Shop verlinke ich euch in der Infobox. Nee, Quatsch. Das riecht nach frischer Tanne. Siehst du mal, wofür der ganze Stress? Jetzt haben wir doch einen schönen Tannenbaum. Am 22. Dezember schreibt Familie XY Geschichte mit ihrem Tannenbaum. Und den ersten Weihnachtsgeschenken. Boah, ich bin irgendwie müde. Ich bin ja schon seit 4 wach. So, ich gehe jetzt das Geschenk für meinen Papa kaufen. Und dann nochmal in Rossmann. Dann geht's morgen weiter im Theater. Mal Geld stinkt, ne? Oder? Naja, ich nehme den Kauf. Ja, hallo, Papa. Hier, kannst du nochmal sagen, dass du mich holen kannst? Ja. Okay, tschüss. Habt ihr das gehört? Jetzt müssen wir meinen Papa von der Arbeit abholen. Ich war gerade bei Rossmann und ich war wieder so in meinem Element. Ich habe wieder so viel Zeug gekauft. Eigentlich wollte ich ja heute nur Weihnachtsgeschenke kaufen und nichts für mich, aber daraus ist nichts geworden. Ich habe heute wieder sehr viel Zeug für mich gekauft. Ich bin voll müde. Ich habe gerade wieder einen Müdigkeitsanfall. Gleich kommt die beste Freundin von meiner Schwester. Freust du dich? Normal halt. Mein Auge zuckt die ganze Zeit, weil ich so müde bin. Sieht man das? Aber das ist immer voll
Die guckt meine Videos, kann ich also rausschneiden. Leute, wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren jetzt gerade nochmal im Rossmann, weil ich mir da noch was gekauft habe und noch was umtauschen musste. Und dann hat meine Schwester angerufen und meinte so, ja, könnt ihr mir und meiner Freundin einen Döner mitbringen? Wir so, ja, bringen wir mit. Sind wir gerade in die Tür reingekommen, dann ist uns aufgefallen, wir haben den Döner vergessen. Wie kann man so hohl sein? Ich bin so müde. Mein Auge zuckt die ganze Zeit. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal losfahren. Wir saßen heute so gefühlt nur im Auto. Ich habe gefühlt 20 Mal Ed Sheeran Perfect heute im Radio gehört. Die normale Version und auch die neue Version. Also, ja, das Lied kommt mir aus den Ohren raus. Ach, warum bin ich so müde? Ich mache 3 Kreuze, wenn es 9 Uhr ist und ich mich endlich schlafen legen kann. Ich will so um 9 schlafen, dass ich so um 4 wieder aufstehe oder um 5. Dann schneide ich die Sachen und dann mache ich mich fertig und fahre dann in die Stadt mit meiner Mama und kaufe deren Weihnachtsgeschenk. Ich denke, ich habe jetzt auch genug für euch gefilmt. Ich nehme die Kamera morgen wieder mit. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und danke fürs Zusehen. Bye!